Würdest du mal mit mir ausgehen? Mit dir ausgehen? Wir könnten vielleicht ins Theater. Ich glaube nicht. Klar. Ich möchte eigentlich gerade mit niemandem ausgehen. Wenn ich nicht ich wäre, ne? Dann wäre ich am liebsten du. Du warst besoffen und hast dich dann auf Dominiks Party abschleppen lassen. Ja, also soweit ich mich erinnern kann. Warte, aber jetzt nicht. Du hast nicht mit... Was ist denn so schwer daran, jetzt einen Schweinebraten zu machen? Der ist doch sowieso von gestern. Scheibchen abschneiden, Soße drüber, Mikrowelle. Du hattest Sex mit deinem Ex. Ja, ich hatte eine Affäre mit dem Freund von Laura Petersen. Ah! Das ist genial! Warum meinst du, treffen sich immer wieder dieselben Typen im Finale der Pokermeisterschaft? Jahr für Jahr. Immer dieselben. Ist doch auch nur so ein subjektiver Ego-Kotz von Leuten, die selber nichts über die Welt wissen. Hättest du vielleicht Lust, zu einer Eröffnung einer Metzgerei zu kommen? Ich will mich auch weiterentwickeln. Also mit Kultur und allem. Uns Frauen ist das völlig egal. Was uns interessiert, sind schöne Augen, starke Arme und pralle Schwänze. Und was ist, wenn ich dir jetzt erzähle, dass kein Schweinebraten von gestern mehr da ist? Und dass der, den ich gerade im Ofen habe, noch mindestens eine Stunde braucht und du bis dahin höchstens ein scheiß Frühstück haben kannst, wie alle anderen auch. Mit der üblichen scheiß Wurst, dem scheiß Käse und dem ganzen Mist, der hier so gegessen wird. Du aber für den Schweinebraten noch mindestens eine Stunde warten musst. Was sagst du dann, du Klugscheißer? Ich habe mich umentschieden. Ich nehme ein Bier. Und einen Schweinebraten. Some other way.